Confi Spirit wurde zum Beten eingeladen. Und zwar von der Kirchengemeinde in Miesbach. Das ist das heutige Thema unseres Songs. Komm und bet mit mir. Und genau das werden wir jetzt mit den Confis tun. Das heißt, nein, vorher werden wir noch den Text dazu schreiben und dann den Song machen. Ich bin gespannt, wie wir beten, wie wir gemeinsam beten. Und das wird bestimmt eine tolle Sache. Also, dann los geht's. Also deine persönliche Meinung, ja? Warum ist das du persönlich schön findest? Im Hintergrund, also ich finde es einfach nur schön, weil man da seine Meinung auch sagen kann. Absolut, absolut. Du möchtest also mit Beten etwas erreichen, Tobias. Ja, man hat nämlich dann, wenn man irgendwo was, eine Situation hat, wo man eigentlich überhaupt nicht weiß, was man noch machen kann, dann kann man sich wenigstens ein bisschen damit trösten, wenn man noch mal schnell ein Stoßgebet macht, zum Beispiel vor einer Schulaufgabe. So. Guten Morgen, grüß dich. Wie heißt du? Johannes. Servus, Johannes. Der ist schon frisch halt bei Johannes. Wahnsinn, super. Johannes, du betest also nicht nur in der Kirche? Ja. Warum denn? Weil man woanders auch beten kann. Okay. Ja, doch. Echt? Ja. Der Johannes sagt, wo kann woanders auch beten? Oh. Ja? Dann würde ich euch vorschlagen, das nächste Mal im Matheunterricht beten. Oder? Wenn ihr betet. Oder? Ja, das hilft. So, bin ich als Nächsten dran, Das Schicksalsrad ist spinning on. Ja, genau. Guten Morgen, grüß dich. Cool, wach, oder? Ja. Ja, ich freue mich. Wie heißt du? Luisa. 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 Du betest, Luisa? Ja, nur in der Kirche. Wieso betest denn du überhaupt? Weil das alle machen, oder? Nein, weil man dann das Gefühl hat, dass man nicht nichts tut, sondern dass man sich helfen kann durch das Gebet, also wenn es einem schlecht geht. Das heißt, ihr schreibt erstmal den Refrain-Text, ja? Der wird grundsätzlich eingesprochen. Okay? Wir versuchen dann, ein paar Dinge vielleicht zusätzlich noch einzusingen und schauen einmal, ob das klappt, ob euch das Spaß macht, wie das funktioniert. Okay? Also, no stress, alles cool. Also, ihr seid die erste Strophe. Ja? Eine Strophe besteht immer aus zwei Vierzeilern. Also, es heißt, das zwei Zeilen. Und ihr macht die ersten vier Zeilen. Bei euch geht es darum, was brauche ich, um beten zu können, und zwar räumlich. Also wir haben jetzt Strophenteil, was bringt mir beten, wo kann ich beten, Refrain, ich lade dich ein zum Beten. Und bei euch geht es darum, im C-Teil ein Danke zu sagen an Gott. Also jeder probiert halt jetzt mal was aus. Und okay. Stellen wir es vielleicht also zum vor. Schluss, das war eine gute Idee von der Lea, dass ja? Man zum Schluss schreibt ein Leben lang oder so. Oh, okay. Egal, ob es um dich geht oder um mich, komm, wir beten zusammen, du und ich. Genau, das ist richtig cool. Okay. Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich, den finde ich in der Kirche, auch für dich, oder in der Natur, das macht mich froh, und rede mit Gott einfach so. Aber ich bin begeistert. Jetzt, okay. 3, 4, okay. Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich, den finde ich in der Kirche auch gern für dich, oder in der Natur, das macht mich froh, und rede mit Gott einfach so. Das ist wirklich super. Das ist super. Ich sag danke für alles und für dich, okay? Und dann? Du bist da, tröstest du mich. Ich verspreche, ich vergesse es nicht. Gut. Wann auch immer. Du bist da. Kriegen wir es super hin. Das ist richtig gut. Jesus kann uns helfen. Keiner außer er ist für alle da. Ohne ihn sind wir nichts. Denn er ist für uns da. Gemeinsam zu beten heißt gemeinsam Dilidü. Ja. Und es wäre cool, wenn es sich reimt. Also das heißt, wenn der Zweite auf das Ist kommt, also was reimt sich auf Ist beispielsweise? Ist. Zum Beispiel, genau. Und der Dritte wäre cool, wenn sich der auf den Vierten reimt. Auf Nicht. Was reimt sich auf Nicht? Licht. Licht, genau. Manchmal
Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich. Den finde ich in der Kirche auch gern für dich. Oder in der Natur, das macht mich froh. Und rede mit Gott einfach so. Ein Gedanke oder ein Gefühl. Ob Leid oder Freude, die ich teilen will. Egal, ob es um dich geht oder auch um mich. Komm, lass uns beten zusammen, du und ich. Seid ihr einverstanden? Kommt und betet mit mir. Jetzt, ich lade dich ein, jetzt und hier. Es wird dir helfen, ich verspreche es dir. Auch wenn du einmal traurig bist, dann. Komm und betet mit mir. Das Vertrauen, das schenke ich dir. Komm und betet mit mir. Es gibt dir Hoffnung für ein Leben lang. Ich fühle mich besser, weil er für mich da ist, weil im Gebet neue Hoffnung ist. Ich glaube an seine Hilfe und sein Licht. Weil ich weiß, er überhört mich nicht. Wir sind geborgen, das ist doch klar. Keiner außer er ist für alle da. Und unsere Seelen sind rein. Gemeinsam zu beten heißt gemeinsam. Danke für alles und für dich. Wenn du da bist, tröste ich mich. Ich verspreche, ich vergesse es nicht. Wenn auch immer, du bist da für mich. Dafür danke ich. Verstanden. Ja, meine Lieben, also ich muss wirklich von reinstem Herzen sagen, super Job, weil es nämlich echt eine harte Nuss war, sich um das Thema zu kümmern. Wie ihr das gemacht habt, war wirklich toll. Schön hier zu sein in Miesbach. Ich freue mich auf einen wunderschönen Tag. Comfy Spirit 2015. What up? Die Textworkshops sind super gelaufen. Jetzt ist gerade noch die kurze Vorbereitungsrunde. Und dann geht es gleich zum Mittagessen. Und ich freue mich heute auch wieder mal sehr, sehr, sehr darauf, mit den Comfys das einzusprechen. Das wird super. Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich. Den finde ich in der Kirche auch gern für dich. Auch gut. Oder in der Natur, das macht mich froh. Oh Gott. Und rede mit Gott. Einfach so, können wir machen. Ein Gedanke oder ein Gefühl. Jawohl, schön laut. Komm, wir beten zusammen, du und ich. Okay. 1, 2, 3, 4. Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich. Ja? Den finde ich in der Kirche auch gern für dich. Super, super war der. Ja. Yes. Oder in der Natur, das macht mich froh. Yes. Der war gut. Der war gut. Mal kurz hören. Ja, das war sogar gehip-hoppt, hey. Oder in der Natur. Den nehmen wir? Yeah. Cool, Applaus bitte, hat das sehr gut gemacht. Und rede mit Gott einfach so. Sehr schön. Wie war's, sagt er? Gut. Ja, geht's gut, gut gekauft. Dann gibt's einen Applaus. Ein Gedanke oder ein Gefühl. Ui. Ob Leid oder Freude. Die ich teilen will. Der war super. Gell? Ja. Der war richtig gehip-hoppt. Genial, den nehmen wir, der ist super. Applaus bitte. Stark, stark, stark. Egal, ob es um dich geht oder auch um mich. Yeah. Super, Applaus. Komm, wir beten zusammen, du und ich. Yes, was machen wir? 1, 2, 3, 4. Ich fühle mich besser, weil er für mich da ist. Cut. Sehr gut. Weil im Gebet neue Hoffnung ist. Genau den, Keggy. Ich glaube an seine Hilfe und sein Licht. Sehr gut. Weil ich weiß, er überhört mich nicht. Ja. Perfekt. Du hast es aber richtig reingenagelt. Keiner außer ihm ist für alle da. Yes! Also ich fand es richtig cool, es war lässig, es war einfach. Ich dachte, es geht ein bisschen schnell, dauert sehr lang, aber dann ging es ratzfatz und war ganz cool. Ich fand es lustig, weil wir auch mit einem guten Tonstudio gearbeitet haben. Ja. Also ich fand es auch sehr gut, weil es war einfach eine gute Ausstattung und alles und mein Mic hat sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es auch gut, es hat sich auch bei den Aufnahmen ziemlich gut angehört, besser als ich gedacht habe.
Also ich fand's halt auch cool. Ich sage danke für alles und für dich. Wenn du da bist, tröstest du mich. Ich verspreche, ich vergesse es nicht. Wann auch immer, du bist da für mich. Dafür danke ich. Super. Timing. Cool. Ja, und jetzt kommt natürlich zum Schluss die Refrain-Gruppe, oder nicht ganz zum Schluss. Danach kommt noch der Pfarrer. Aber jetzt geht's ans Eingemachte. Komm und bet mit mir, die Einladung. Wir sagen dann alles, was wir brauchen und noch mehr. Komm und bet mit mir. Yes, genauso machen wir's. Komm und bet mit mir. Oh, der war cool. Komm und bet mit mir. Oh, ihr singt so schön. Ich lade dich ein, jetzt und hier. Was? Es wird dir helfen, ich verspreche es dir. Ja, cool. Mach mal rein. Auch wenn du einmal traurig bist, dann. Sehr gut. Den. Das Vertrauen, das schenke ich dir. Es gibt dir Hoffnung für ein Leben lang. Sehr gut. Komm und bet mit mir. Yeah. Komm und bet mit mir. Ja, exzellent, Applaus. Komm und bet mit mir. Super, richtig. Komm und bet mit mir. Ja, sehr schön. Komm und bet mit mir. Genau den. Komm und bet mit mir. Extrem, den nehmen wir. Komm und bet mit mir. Genau, der war super. Den nehmen. Komm und bet mit mir. Manchmal brauche ich einen Raum nur für mich. Den finde ich in der Kirche, auch gern für dich. Oder in der Natur, das macht mich froh. Und rede mit Gott einfach so. Ein Gedanke oder ein Gefühl, ob Leid oder Freude, die ich teilen will. Egal, ob es um dich geht oder auch um mich. Komm, wir beten zusammen, du und ich. Komm und bet mit mir. Vertrauen, das schenke ich dir. Komm und bet mit mir. Also, mir hat eigentlich alles gut gefallen. Die Musikteile einzeln. Ich fand sehr toll, dass der Text nicht vorgeschrieben war, den wir da reinsprechen und auch singen mussten oder durften. Also, was ich toll fand, weil wir kennen ja diese ganze Technik da nicht, die uns jetzt da gezeigt wurde, und dass wir das mal so selber machen können, das hatten wir uns jetzt eigentlich gar nicht verdient, aber das war richtig toll, das mal mitzukriegen und so. Und dann war ja auch noch so welche da, die das halt auch einfach konnten und die das dann uns sagen konnten und die einfach damit auch zufrieden waren, was wir gemacht haben und uns immer gelobt haben. Das war sehr gut. Wir haben gemerkt, beten macht stark. Super. Beten Sie, das ist legendär. Fang bitte so an, das Geld? Ist super. Sowas, ja. Das ist richtig gut. Machst du mir das Zettel, geben wir gleich mehr ein. Beten Sie? Wir sind mit den Miesbacher Konfirmandinnen und Konfirmanden übers Beten ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, Beten ist etwas sehr Intimes. Ich fand es einen super Tag heute. Das Tolle ist, dass der Mick mit seinem Team einfach Professionalität mitbringt, was die Konfis durchaus schätzen können. Also sie werden sehr ernst genommen durch diese Aktion. Und sie haben sich heute geöffnet, das war ganz toll. Das liegt auch wesentlich am Mick und seiner Art, wie er das macht. Und haben ihre eigenen Texte produziert. Und das ist das Allerbeste, wenn Konfis lernen, dadurch, dass sie selber überlegen, selber nachdenken und dass dann das, was rauskommt, aber auch gewürdigt ist. Und mehr als in so einer Aufnahme kann es eigentlich kaum gewürdigt werden. Deswegen sind wir total gern bei ConfiSpirit dabei. ConfiSpirit zu Gast in Miesbach. Man hat uns eingeladen, gemeinsam zu beten, und das haben wir wahnsinnig gern getan. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht, diesen Song mit den ConfiS zu machen. Und deswegen sagen wir heute alle gemeinsam zu euch: Servus!